Willkommen bei Au Pair Village. Heute mit dem Thema Epilepsie als Au Pair. Du fragst dich, ob man als Au Pair mit Epilepsie eine Gastfamilie finden kann? Wir haben für dich recherchiert und Antworten auf deine Fragen gefunden. Wer unter Epilepsie leidet und trotzdem Au Pair im Ausland werden möchte, fragt sich häufig, ob ein Auslandaufenthalt mit Epilepsie überhaupt möglich ist. Die Antwort lautet, ja, es ist möglich, aber mit Einschränkungen. Möchtest du ein Au Pair in den USA werden? Dann wirst du schnell feststellen, dass dies aufgrund der Agenturpflicht schwierig ist. Zahlreiche Au Pair-Agenturen schließen Bewerber mit einer chronischen Krankheit kategorisch aus. Nur wenige Au Pair-Agenturen nehmen die Bewerbung als Au Pair trotz Epilepsie an. Wenn du nicht gerade unbedingt nach Amerika reisen möchtest, besteht die Möglichkeit, sich selbst online im Internet eine Gastfamilie zu suchen. Das ist kostengünstig und zum anderen kannst du dann eine Gastfamilie suchen, die sich mit Epilepsie arrangieren kann. Unsere Tipps für Au Pairs mit Epilepsie. Sprich offen mit der Gastfamilie über die Epilepsie und finde heraus, ob dich deine Epilepsie im Alltag als Au Pair beschränken würde. Wenn du Zweifel hast, frag deinen Hausarzt, ob er in Bezug auf deine Epilepsie einen Au Pair-Aufenthalt für bedenklich hält. Als Au Pair solltest du wissen, ob deine Krankenversicherung eine Behandlung aufgrund der Epilepsie im Gastland abdeckt. Beachte, dass du als Au Pair mit Epilepsie im Gastland häufig kein Auto fahren darfst. Und zuletzt, es ist sehr wichtig, dass du dich vor der Abreise ins Gastland mit ausreichend Medikamenten für den Notfall andeckst. Beachte ein paar Regeln und fordere deine Gesundheit nicht unnötig heraus. Dann sollte auch einem Au Pair-Aufenthalt mit Epilepsie nichts im Wege stehen. Hast du Antworten auf all deine Fragen bekommen? Mehr Informationen zum Thema Au Pair werden findest du auch unter au-pair-village.com oder auf Facebook.